Ist halt schade, dass man es nicht sofort sieht. Ja, den können wir noch mitnehmen. Wenn wir eh schon hier auf der Ecke sind, dann hätten wir die Verbindung. Ausrüstungsdocks sind ja auch immer relativ wichtig für uns. Wie gesagt, verkaufen ist ja auch immer eine Geschichte, die nicht schlecht ist. So. Nö, 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 nö. Sieht ganz schlecht aus. Okay, gut. Was auch immer da oben markiert ist. Das hier ist zumindest mal uninteressant. Und wir springen mal in die Richtung. Gott sei Dank lädt sich die Drohne so schnell auf. Was wir von der Schüttorf jetzt nicht behaupten können. So. Naja. Das Geld hätten wir ja fast zusammen. Man darf natürlich nicht vergessen, die Station an und für sich zu bauen kostet auch nochmal Geld und Ressourcen. Also zumindest sie auszubauen. Warum haben wir hier... Uiuiui. Wo geht's dahin? Okay, in die Richtung. Das ist prinzipiell schon mal nicht schlecht zu wissen. Wenn hier was wäre, das wäre geil. Ich meine, hier ist eine Schiffswerft, aber... Das wäre sogar noch besser, denn da könnten wir uns unsere Schiffe kaufen. Unsere Gründungsschiffe. Wir haben jetzt zumindest mal einen großen. Denn wir brauchen Gründungsschiffe, um andere Stationen und eigene Werften etc. zu bauen. Damit könnte ich sogar noch leben, wenn die hier wäre. Denn wenn unser Sektor dann angegriffen wird, kommt wenigstens Verteidigung von denen auch. Aber wir haben kein Glück. Wir finden hier immer die Ressourcen vollgepackten, aber keine, die wir selber für uns in Beschlag nehmen können. Jedenfalls keine, wo sich's lohnen würde. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hier haben wir nochmal so ein Titan-Ding. Das ist alles schön und gut, aber außerdem können wir so den Sektor auch gar nicht für uns einnehmen, soweit ich das weiß. Sobald er schon irgendwo zugehörig ist, müssten wir dann die Station zerstören, die da ist. Und ich möchte mich ehrlich gesagt zumindest mal am Anfang nicht mit den NPC-Spielern rumärgern. Denn die schicken Verstärkung bis zum Abwinken. Die kennen keine Limits. Biotop wäre da. Piraten greifen den Sektor an. Ja, dann bin ich mal weg. Wechsel auf unsere Schüdi. So. Oh Gott, das ist wieder was, wo man nichts sieht. Was zeigt er denn an? Er zeigt schon was an, aber... Wertvolle Objekte gefunden. Ja, dann bitte. Schiff, bitte. Sag mir wo. Da muss ich nicht suchen. So. Hier hinten hätten wir ein. Das ist schon mal gut. Und das war's dann auch, oder? Super. Heißt verkaufen. Außer hier ist noch eine. Dann ist es mir echt wurscht, weil scheiß auf das Biotop. Aber nö. Nö. Nichts haben wir da. Gut. Oh, ich habe gerade voll den Tinnitus, was beim Aufnehmen natürlich echt wundervoll ist. Einmal angeeckt.
So, das ist das Problem. Wir haben kaum Energie. Eigentlich können wir das auch so machen. Wir können unserem Schiff sagen, hey, flieg mal von alleine dahin. So. Ist das jetzt anvisiert, oder? Ja. Okay, dann fliegt der schon mal dahin, dann können wir uns was anderes mal anschauen. Hier wird noch fleißig abgebaut. Ja, wir werden schauen, dass wir vielleicht hier irgendwo in der Region was finden. Ja, aber das müssen wir letztendlich eigentlich auch mit dem Schiff hier machen. Na, ich will's nicht. Markierung entfernen. Ich möchte auch hier die Markierung entfernen. Warum auch immer da das ange... Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil da irgendwas Wertvolles ist oder war. So. Müssen wir natürlich nachher nochmal rüber wechseln. Das ist ja ganz klar. Komm, berechne schneller. So, so weit kannst du eh nicht springen. Dass es jetzt ein Problem ist. So. Okay, hier sind nur Tore. Ist blöd für uns. Was wir natürlich machen können, ist dann nachher die Tore da nutzen. Können wir mit dem, können wir sogar bis dahin springen. Okay. Das war jetzt doof von mir. Na, ich möchte gern zur Schüttorf wechseln. Ja, je mehr Schiffe man nachher natürlich hat, desto einfacher, schneller geht's. Einnehmen und verkaufen. 150. Verkaufe ich jetzt mal an die andere Fraktion. Das dürfte dann... Nee, Ivo. Ja, ist wurscht. 150.000. So. Und weg. Ja, das Schiff muss definitiv... Also da müssen wir was machen, weil... Das geht gar nicht. Und okay, das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt, die werden wahrscheinlich eh verknüpft sein. Oh Gott. Oh Gott. Nordwest, Nordost meine ich, Nord-Nordost. Stelle ich das mal um, weil das ist doch ein bisschen nervig. Ich würde schon gern fliegen können. Ja. Ist leider ein bisschen blöd. Kann natürlich nur mal Energie draufklatschen. Ich weiß, das Schiff schaut schrecklich aus. Benutzt Energie viel mehr, als wir eigentlich haben. Da können wir natürlich schon was reinmacken, aber Rechteckauswahl, das verbinden wir jetzt mal alles. Kriegen wir auch nicht viel mehr raus. Ja gut, bevor wir die Strecke da zurückgelegt haben, werden wir wohl auch springen können. Und was ich nicht möchte, ist... Ja gut. Ist eigentlich diese Meldung oder dieses Autospeichern. Autosave im Baumodus möchte ich rausnehmen. So. So, gleich wieder Sprung. Sprung parat. In 4 Sekunden. Ja, ein bisschen mehr Energie ist jetzt schon da. Das ist gut.
sehr gut sogar. Ja, das haben wir keine interessanten Sachen hier. Jetzt zeigt er komischerweise nichts an. Hier sind wir aber auch schon hübsch bevölkert, wie es aussieht. Dass hier in dem Sektor dann natürlich nichts ist, das ist logisch. Das ist ja auch verbunden, okay. Gut. Wir sagen jetzt mal, du springst da hoch. Wir selber springen mal darüber. Wie schaut's aus? Ja, Kohle wird langsam wieder. Später überschreiben wir das Bergbauschiff dann so oder so an die Allianz, damit das dann gleich mal hier in die Allianzkasse eingezahlt wird. Und dann schauen wir mal weiter. So. Oho. Bitte sag mir. Da oben haben wir schon mal einen. Der wäre zum Abbauen. Was haben wir da hinten? Nichts. Hier auch nicht. Komm, zweiter ist ja wohl noch drin. Avorion, bitte. Nö. Ein zweiter ist anscheinend nicht drin für uns. Da drüben ist nichts. Hier ist nichts. Ich hasse andere Mining-Schiffe. Titan, das ist natürlich geil. Ich würde allerdings trotzdem sagen, den holen wir uns. Ja, definitiv. Da ist ein Schrottplatz. Was wir machen können, ist jetzt mal sagen, okay, Schüdi, auf geht's. Wenn da oben nämlich auch noch einer ist, dann können wir das hier natürlich Wunderbärchen für uns in Beschlag nehmen und uns auch ausbreiten. Allzu weit weg von der Hyperraumroute ist es auch nicht. Und hier gibt's noch ein bisschen was zu entdecken. Also prinzipiell gar kein schlechter Punkt. Das ärgert mich ein bisschen. Aber naja. Das heißt, wir ziehen jetzt mal nach. Hat er es schon abgeholt? Erhalten, ja. Okay. Das heißt, Geronimo. Und dann geht's weiter hierhin. Noch ein Schrottplatz, oder was? Mann. Also ich habe das Gefühl, wir sind zumindest schon mal auf dem richtigen Weg. Den hier könnte man natürlich nehmen. Das wäre gar nicht so schlecht. Ich werde ihn jetzt mal claimen und dann schauen wir mal weiter. Denn allein hier dann schon ein Ressourcendepot, also wenn es natürlich bei den anderen sich lohnt jetzt in der Umgebung, dann müssen die Schiffe nicht so weit hin und her springen. Und wenn wir das bei uns selber verkaufen, kriegen wir erstens Geld. Es wird ein Teil immer in die Allianzkasse gezahlt, wenn wir die Station schreiben wir so oder so alle auf Allianz. Und ja, dadurch wächst das dann auch. Ich mag das Schiff hier drüben nicht, das ärgert mich ein bisschen. Wie sind wir denn da unterwegs? Ich muss das natürlich ein bisschen im Auge behalten.
Und natürlich bauen wir erst da vorne die Station und dann... Okay, das ist schon mal scheiße. Das heißt, wir können direkt dahin springen, denn die Verbindung geht nach da. Ich muss dann auch nochmal rüberspringen. Sollten wir nebenan auch noch welche haben, dann ist es nachher nicht mehr so schlimm, wenn es jetzt 3 Sektoren nebeneinander sind. Und ja, Torgebühr. Geht schon. Was kostet die Welt? Vor allen Dingen ist es hier auch schön klar. Also hier könnte man schon was machen. Wo ich sage, jo. Ja, vom Geld her bin ich mir nicht sicher, ob wir auskommen würden. Wie gesagt, das Problem ist, wir müssen auch schauen, dass wir unsere Crews bezahlen können. Die dürften jetzt auch bald einmal fällig sein. So. Einnehmen. Mine gründen. Und da haben wir das große Problem. Also der Ölbohrturm ist das günstigste. Aber das behalte ich mir jetzt mal vor. So. Ich spring kurz nochmal nach nebenan. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob hier was war oder nicht. Okay. Warum ist der dann markiert? Muss ich nicht verstehen, oder? Ach, Ressourcendepot, Handelsaußenposten. So. Allianznotiz. Oh, ich hab Caps Lock an, okay. Heimat. So. Das Blöde ist, dass man die Schirger nicht sieht. Nö. Wir werden da drüben mal die Drohne betreten. Hier ist gar nichts. Okay. So. Da ist wieder so eine Verbindung. Das ist nicht so geil.